kommen Erinnerungen hoch. Jetzt kurz zu diesem Waschgebäude. Immer Probleme gibt es. Ja. Guten Morgen, es ist Zeit zum Frühstücken. Kate sitzt um draußen und bring mir mal das Müsli. Danke. Bitte schön. Hammer. Und erster Tag am Campingplatz. Ich finde, wir haben den schönsten Platz vom Camping gefunden. Mit Blick aufs Meer. Herrlich. Mhm. Lass dir schmecken. Richtig lecker. Danke dir. Bitte, ja, wir essen jetzt seit kurzem morgens Müsli, also zum Frühstück Müsli. Und dann gibt es mittags richtigen Lunch mit Brot. Ne? Mal die Routine wechseln. Und, aber es gibt keine Eier mehr mittags dazu. Keine Eier mit mittags, nee. Schlafen die lasse ich kurz sein. Auf der Reise. Ja. Campingleben. Herrlich. Wurde schon mit Kaffee auf dem Bett verwöhnt. Saßen im Bett, Blick aufs Meer. Gestrickt, gelesen. Herrlich. Das Schöne an so einem Camping ist halt, oder jetzt in dem Moment halt, man muss sich keine Sorgen mehr machen oder man muss sich nicht mehr kümmern um kleine Sachen wie, wo leere ich meine Toilette, wo schlafe ich heute Abend, und wo leere ich meinen Müll oder wo bringe ich meinen Müll weg. Und das sind so kleine Sachen, aber man braucht sich halt deswegen da nicht mehr drum kümmern. Und man so kann auch Sachen einfach draußen hängen lassen. So zum Trocknen, auch immer am Strand spazieren geht, dann lässt man einfach Stühle und so draußen liegen, auch die Boards oder so, kein Problem. Ja, und man hat mehr Zeit füreinander. Und? Dadurch. Warme Dusche. Ja, auch. Wieder sauberer. Wie genau. Oh, wie das Glücksgefühl auch hochrufen kann, wenn man lange Zeit auf eine warme Dusche verzichten muss. Umso schöner. Umso schöner, ja. Wir starten den Tag, oder? Wir starten den Tag auf den Platz, wo wir uns... Ah ja, wo wir uns kennengelernt haben. Kennengelernt haben. Für 6 Jahren war ich hier mit meinen Eltern. Und Kate genauso. Wir haben eigentlich oft hier die Weihnachten verbracht, weil das einfach schön ist. Noch ein bisschen wärmer und zum Surfen halt sehr schön. Mhm. Und da ist mir dann so eine Mädel auf dem Wasser vorbeigeflitzt. Ja, und wir standen beide hier auf dem Camping. Ja. Haben uns immer beim Spülen und so schon ins Auge gefasst und auf dem Wasser und ja, so kam das dann, ne? Und so sitzt man 6 Jahre später verheiratet und mit einem Grinsen im Gesicht auf dem mit gleichen Campingplatz. Eigenen Camper, genau. Ja. Kommen Erinnerungen hoch. Erster Kurs vor dem Waschgebäude, ne? Mhm. Schön. Schön hier zu sein. Mhm. Also ich fühlt hoffe, wieder heim an. Genießt auch ein bisschen mit das mit. Ja. Was gibt's für Probleme hier? Probleme gibt's ja da gar nicht. Probleme. Okay, wir waren am Kochen. Die Kartoffeln stehen auf dem Herd. Hier werden schon die Bohnen vorbereitet. Tja, und dann ist die Flamme immer kleiner geworden. Ja. Gasflasche leer. Und wir haben nur eine da. Naja, wir haben eigentlich war ich schon schlau und ich habe einen Ersatz. Kleine Kartusche, 500 Gramm, da hätten wir einfach Ersatz. Aber ich bin die Adapter vergessen, dann bringt es auch nicht so viel. Naja, nichts davon. Klar, zum Glück gibt es hier Camping. Nette Leute auf dem Camping. Der liebe Norbert. Danke, Norbert. Ja. Hat uns. Tada! Tada! Die wird wohl reichen, denke ich. Das ist voll die nimmt, ja. Die nimmt so ein ganzes Wohnzimmer ein vom Platz. Das heißt, morgen müssen wir auf Gasflaschensuche gehen, ne? Genau, aber die gibt es ja hier überall. Aber Abendessen ist doch gerettet. Die Flamme brennt wieder. Ansonsten, was wäre die Alternative gewesen? Kalte Wraps machen, ne? Hatten sonst wir ja sonst Raps da gehabt. Ja. Wraps mit Paprika, aber Salat und so. So ein Kartoffelchen warm. Schon lecker mit Böhnchen. Ja. Essen hat herrlich geschmeckt, oder? Super. War sehr lecker. Hat alles noch gut geklappt. Mhm. Dank unserem lieben Camping-Nachbar. Hier noch gerade gearbeitet. Ich habe auch noch ein bisschen was rumgewurschtelt. Und jetzt machen wir es uns gemütlich auf dem Bett. Ein Podcast oder so, würde ich sagen. Podcast hören. Bock drauf.
Ja. Ich muss sagen, ich vermisse so Fernseher gucken überhaupt nicht. Bisher. Wir hatten zwei Abende, wo wir Film geguckt haben, genau, wo wir noch Daten übrig hatten am Ende vom Monat. Aber sonst gar nicht. Nicht. Immer wenn wir geguckt haben, merke ich, oder wir beide, dass wir unruhiger schlafen oder ins Bett gehen. Schon, ne? Ja, also abends lesen oder eben so einen Podcast hören, kommen wir schon besser runter. Und es ist einfach gemütlicher auch. Man kann so nebenher noch was. Man kann was strecken was nebenher oder quatschen. Ja. Nee, finde ich auch. Ich vermisse nicht. Tut gut. Ja. Vielleicht könnt ihr das auch mal probieren. Mal eine Woche lang kein Fernseher. Eher vielleicht lesen, ruhig machen. Machen die das ja auch schon. Das kann auch sein. Vielleicht macht ihr das schon lange so. Und wenn nicht, ist auch eine Anregung, das mal auszuprobieren. Ja. Tut gut. Weniger vor dem Bildschirm. Weniger ist mehr. Zufriedenheit. Dann ab ins Bett. Zum Podcast. Bis morgen. Ja, es ist nur ein Bootsier in Stadt Campinggas. Okay. Aber er hat gemeint, in Spanien hat Campinggas das abgekauft und das kann man auch so wieder wechseln. Auch dann in einem anderen Land wieder? Ja, nur nicht in England. Aber ja gut, da kommen wir eh nicht hin. Sehr gut, was war das für ein Laden? Lustig, das war so wie ein Kieler Laden. Du weißt ja, wo so alles voll steht mit allen Möglichkeiten, ja, aber dann in Baumarktform. Okay. Und dann musste man halt, musste vorne warten, Corona bedingt. Aha. Und ist dann sehr nett geholfen. Also war gut, ja. Super. Tolle Erfahrung. Jetzt können wir wieder eine Weile, ne? Ja. Mit der alten haben wir fast 2 Monate getan, diese kleine. Wir kochen ja nur damit. Wir machen eine kleine Besorgungstour hier in Tarifa. Besorgen und Vorsorgen. Und Vorsorgen, ja. Gas ist abgehakt. Jetzt, du wolltest zu diesem einen Laden. Ein Kingerladen. Da gibt es so Metalle, Klemme. Ah, ja, ich darf vorgehen. So Metalle Klemme. Und für die Dusche, ne? Genau, für die Dusche. Es gibt bei den Herren nämlich so einen Drückknopf. Den großen. Und ja, dann geht das Wasser halt immer aus, man muss ständig drücken. Und das ist eben zu anstrengend. Ist mir zu anstrengend. Ich will entspannt duschen. Schöne Klemme drauf, das ist einfach genau, drauf. Genau, genau. Die Klemme draufklemmen und dann braucht man nicht mehr drücken. Schauen wir mal, ob wir das finden. Und dann einfach noch Brot und ein bisschen was an Essenszeug wieder. Erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich eher. Ja, ich habe meinen Bügler noch nicht gefunden. Dein Klemme nicht gefunden. Nee. Bleibt es anstrengend, das Duschen jetzt. Ja, aber ich frage unser lieber Norbert nochmal, er hat mich das empfohlen, die Klemme. In welcher Abteilung, ne? Genau, wo ich das finden kann, weil da in den China-Laden etwas suchen ist der Hölle auf Erde. Wir sind ewig da rumgelaufen, nichts gefunden. Nee. Dann ab geht's, zurück zum Camping. Nix, ich war gerade am Singen. Das machen wir vor. Schauen uns die Bedingungen an. Ja, so macht man das hier. Mhm. Erst checken. Dann gehen. Dann. Tägliche Routine eigentlich. So nach dem Pilz. War es später, weil wir noch Sachen erledigen mussten. Aber normal immer so nach dem Frühstück. Na, so ein Vorspazieren. Bis Vorspazieren. Geguckt, wie es aussieht. Und dann geguckt, wie der Tag verläuft. Ja. Hey, du bist richtig sommerlich. Das ist ja auch Sommer. Das ist herrlich, ja. Ja. Das ist richtig gut. Sache, ablandiger Wind, ganz böig und was Welle. Wir haben uns erstmal für Essen entschieden. Ja. Lunchen. Ja, und dann schauen wir.
vielleicht einfach Ruhe. Die nächsten 3 Tage soll Vollgaswind sein. Vielleicht einfach ein bisschen Kräfte sparen für die nächsten 3 Tage. Da geht auf jeden Fall einiges. Ja, ich würde schon noch ein bisschen mit der Wing raus heute. Vielleicht kommen wir mit Kite dazu, mal schauen. Wir haben auch unseren Platz gewechselt. Wir standen davor hier so. Und jetzt stehen wir hier ums Eck. Da haben wir früher Sonne. Er ist was größer und gerader. Und ja, stehen wir nicht so unter den Bäumen. Wir sind vorne in Tarifa, mitten in der Stadt oder vorne in der Altstadt, bei der Hafen. Und es stürmt. Es stürmt wirklich. Und wir sind extra vorgefahren, um nach die verrückte Kite zu schauen, die hier mit Megasturm rausgehen. Richtig, aber wir gucken hier hinten auf der Welle und eigentlich ist das Meer nur weiß. Also das sind echt 50 Knoten oder mehr. Da stehen die Kiter, sind gerade raus. Ich glaube aber, da warmt sich einer auf und wird gleich auch da noch rausgehen. Schauen wir mal, was er kann. Ab einfach viel zu viel Wind. Also wir machen heute einen Ruhetag. Ist sicherer, ist auch ablandig, dann ist es echt auch auf jeden Fall gefährlich. Das darf man nicht unterschätzen. Ich stricke ein bisschen, ich mache mir ein Stirnband. Was machst du? Noch ein bisschen Arbeit. Ich schaue die Mails nach. Ja. Und ja, gemütlich sonst. Genau. Ist auch mal schön. Aber zu viel Wind ist immer blöder wie gar kein Wind irgendwie. Dann hat den Wind, aber man kann doch nichts mit anfangen. Das Gute ist, ich habe mich gestern ein bisschen verletzt. Mein Fuß verzwickt. Ja, oh, wie umgeknickt sozusagen. Genau, und das ist ein bisschen dick und das muss halt Ruhe machen. Also, ja. Ja, Kai muss lernen, dann einfach Ruhe zu machen. Und das passt ja ganz gut, finde ich. Er hört auf seinen Körper. Bleibt heute ganz artig daheim. Stirnband ist fertig geworden, sitzt. Ich finde es ganz nett geworden eigentlich. Dann kann man jetzt geschickt auch irgendwie einen Zopf lassen und Stirnband anhaben. Wir können heute nicht surfen, es ist viel zu viel Wind, das ist echt nicht normal. Das Wasser ist nicht mehr blau, sondern einfach nur weiß. Aber wir dachten, da ist ein Vogel im Bus. Der ist gerade reingeflogen. Oh nein, mach mal die Tür auf, Schatz, mach mal die Tür auf. Ist er draußen? Er ist vorne. Immer noch? Wo ist er? Oh nein! Mach auf! Komm, komm! Wo ist der? Der war gerade hier noch. Der ist unten, glaube ich. Und ah ja, der ist unten. Der ich glaube, ist er raus? Ja. Hä? Aber, hä, der war schon rein, oder? Nee, der ist gerade rein, die Schiebetür. Ich war so ein Stückchen offen. Ja, und da ist der gerade reingeflogen. Ach was? Ja? Verrückt. Ich war gerade am Erzählen, wir können nicht surfen gehen. Ja. Viel zu heftiger Wind, aber was machen wir stattdessen? Baden. Ja. Kaltwasserbaden und Sandstrahlen wahrscheinlich. Ja. Peeling. Peeling ein bisschen. Soll ja gut sein, ne? Also, Speedo an, hopp ins Wasser. Oh, 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 oh,
Kate hat meinen Fuß getaped und jetzt musste ich mit einer Socke schlafen. Ja, weil sonst, wenn ihr mal getaped seid am Fuß und ihr schlaft, dann wurschelt sich das oft einfach wieder durch die Bewegung im Bett weg. Deshalb Socke drüber ziehen, dann hält das Tape länger. Jetzt hatte ich ein kalter Fuß und ein schwitzigen Fuß. Ne, der andere war nicht kalt, glaube ich. Ne, es war ganz in Ordnung. Ja, es war super warm. Oh, und merkt ihr das? Man hört keinen Wind mehr, es ist wieder ruhig. Es ist... Oh, das ist angenehm. Stille, auf einmal. Es war 2 Tage, einfach Vollgas. Wir waren auch nicht auf dem Manhattan, wohin fahren müssen, zum aufs Wasser können, wo der Wind dann was wenig ist. Ja, das hat mir nicht so Lust drauf. Vor allem Kai musste von mir aus Ruhe machen für seinen Fuß. Ja, von dir aus. Und auch ein bisschen von dir aus. Ja, genau. Ja, deshalb haben wir ruhig gemacht. Und oh, es ist gut, wenn nicht mehr der Wind so um die Ohren fegt und so. Dann doch, man wird trotzdem müde von so einem Tag, weil man den ganzen Tag so Wind um die Ohren und in die Augen und ja, ist anstrengend. Genau. Also wenn man hier wohnt und keinen Wassersport macht, dann stelle ich mir das richtig ätzend vor. Im Sommer soll es glaube ich oft so stark winden. Ist dann nicht so schön. Jetzt aber was übrigens super lustig war, ist das Baden. Fandst du auch? Das Baden war Hammer. War richtig lustig. Das hat trotzdem echt Spaß gemacht. Ja, und lustig, aber auch schon ein bisschen schmerzhaft. Also das richtig alles Mögliche rumgeflogen, auch vor allem Sand natürlich. Und vorne am Wasser, das hat... Wenn so ein feiner Sand mit so einer Geschwindigkeit, das hat so gefatzt. Boah, heftig. Und genau. Aufs Wasser, aber auch im Wasser. Das Wasser ist auch geflogen. Hochgeflogen. Das war auch richtig hart. Ja. Aber irgendwie auch lustig. Genau. Und jetzt schneidet Kate der Vlog fertig. Damit der auch online kommen kann. Da sieht er jetzt. Ihr seid aber schon am Ende vom Vlog angekommen. Ja, leider müsst ihr wieder eine Woche warten. Ja. Die nächste Woche sieht aber gut aus. Vom Wind meinst du? Vom Vorhersage, ja. Ja, mal gucken, was kommt. Und das Campingleben, wir haben einander gesagt, ja, es gefällt auch mal. Ah, es ist entspannt, ist entspannt. Auch schön. Wir sind jetzt eine Woche hier auf dem Camping. Es tut einfach gut, einfach auch runterkommen, nicht immer fahren, an einem Platz sein, herrlich. So geht's jetzt noch ein bisschen weiter. So geht's weiter. Bis dahin. Schönen Tag. Dag. Tschüss.